Jawohl, was ist der Durchschnitts-IQ? Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Man könnte es. Irgendwie um die 100 rum, oder? Ja, ich denke so 100. Ja, so ungefähr. 100, kurz nach 100. Ich würde hier zwischen 90 und 105 oder irgendwie sowas oder 110. Es Aber kann so sein, ganz das ist genau wissen so, wir es nicht. ja, Ja. so der Durchschnitt irgendwann, ja. Könntest du bitte mal die Relativitätstheorie kurz zusammenfassen? Ja, ganz kurz, die Zeit ist relativ zum Raum. Perfekt. Okay. Ja, super, ne? Alles klar. Krasse Zusammenfassung. Habe ich zwar immer noch nicht verstanden, aber Ja, du bist okay, ja auch Dankeschön. nicht gerade der Ja, Hellste, weißt ich habe Abitur, das langt. du? Ja. Okay, 4-0. weiter. Ja, weiter jetzt. Okay, kannst du schwimmen? Ich kann mich über Wasser halten, wenn ich wollte. Wie lange? Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Keine Ahnung. Also, ich bin ja nie schwimmen, von daher. Ich habe mal so einen komischen Schwimmkurs gemacht Kannst mit ja mal einer ausprobieren. Privatschwimmlehrerin. Ja, weil ich krass reich bin, ne. Und seitdem kann ich mich über Wasser halten. Ich würde nicht sofort ersaufen. Ich glaube, das ging eine Stunde dann jedes Mal. Und ich war halt nie gut da drin. Mir ist das auch eigentlich relativ egal. Ich brauche es auch nicht. Und von daher, es reicht dafür, dass ich mich über Wasser halten kann. Alles klar. Naja, immerhin. Was glaubst du, wie die Welt wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Scheiße. Ja, und wie genau? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich noch genauso dämlich wie damals. Oder ähnlich dämlich. Bloß, dass es jetzt halt wahrscheinlich keinen Krieg mehr gäbe. Aber trotzdem wäre sie wahrscheinlich noch selten dumm. Das. Ja, lasse ich mal Das so ist stehen. übrigens auch ein krasser Trick, ja? Man könnte auch die Kamera dorthin stellen, da hättest du Schatten. Da Dann müsste ist ich das mich aber Blaue auf da diese drüben, ja. Rosenecke da setzen, das ist auch eine viel besser. Ja. Ich guck nur, ich halte nur die Hand immer drüber, dass ich sehe, ob es noch aufnimmt oder nicht, weil ich sehe das sonst nicht, weil ich sonst relativ wenig auf der Kamera sehe. Du siehst wahrscheinlich ungefähr gar nichts da drin. Ja, jetzt sehe ich relativ wenig drauf. Ich sehe, dass da was Weißes drauf ist und das war's. Super. Ja, weil du dich so schön hell gekleidet hast heute. Klar. Ja gut, weiter geht's. Würdest du eine Erdbeere essen? Ja. Frage war selten sinnvoll. Okay, weiter geht's. Würdest du gerne afrikanischen Kindern helfen? Klar. Ich würde auch jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo waren das? Wo ist denn jetzt die Stadt halt halb in die Luft geflogen? Keine Ahnung, was soll ich das wissen? Ey, was hier ohne Blitz hier, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, ja. Syrien war mal Krieg irgendwann. Nein, das war irgendwie. Ist denn die Stadt Bagdad oder so? Bagdad, na, das ist Irak, ja. Nee, Das ist fast war's nicht. daneben. Ey, scheißegal, auf jeden Fall. Ja, ich würde näher, aber ich bin halt nicht reich, von daher macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Okay. Ja gut, man kann ja auch mit kleinen Beträgen unterstützen. Klar. Oder nach Afrika fliegen und Essen mitbringen. Klar, du hast einfach jedem einen Schnitzel gegeben und dann freuen die sich. Na klar. Kann ich ja mal kurz Pause machen und starte es wieder, aber es kann nicht mehr andauern. So, jetzt geht's weiter. Frage: Ist es viel Arbeit, ein Fragtomator-Video aufzunehmen? Nö. Ich brauche nur irgendeinen billigen Kameramann, den ich dafür nicht bezahle. Ja. Oder mich halt optimalerweise Du. selber. Oder Ja. halt noch jemanden, der die Fragen beantwortet. Und das bin im Optimalfall ich, weil einen anderen Tomator kenne ich nicht. Ja, und Ich auch nicht dann setze übrigens. ich mich irgendwo hin oder stelle mich irgendwo hin und labere irgendwelche Gülle. Und dann kommt das halt bei raus. Also labere irgendwelche Gülle als Antworten auf die Fragen. Ja, also es ist jetzt kein erheblicher Aufwand. Und das Schneiden eben ist auch nicht. Ja, wir machen das ja sehr professionell, deshalb. Natürlich, alles. Ich tue halt einfach bloß die Folgen so schneiden und wenn jetzt hier irgendwie jemand vorbeikommen würde oder so, dann schneide ich das halt raus und schneide das dann wieder zusammen. Oder jeweils wie hier die Glocken, wenn die klingen oder so, das schneide ich halt raus. Aber ansonsten, dass ich mir jetzt den übelsten Schneideaufwand mache, so ist es ja nicht. Und mit dem Aufnehmen ja genauso. Na, bisher, wir haben uns auch einen schönen Platz ausgesucht, wo relativ selten jemand Ja. vorbeikommt. Wo ich zum Glück auch ein bisschen angewärmt ist, aber ich finde, es geht. Ja, gut, solange wir jetzt nicht hier noch stundenlang Videos machen, es geht schon. Ja. Ja, okay, weiter Du geht's. willst mein Mann werden. Ja, bin ich schon. Glaubst du könntest bei den Olympischen Spielen mitmachen? Klar. Als? Wiss ich nicht.
Nico oder so. Als Maskottchen. Ja. Ich habe, glaube ich, keine Sportart von den Olympischen Spielen, die ich besonders gut kann. Also ich kann alles so ein bisschen rennen und so, aber jetzt nicht, wo ich sage, Alter, das kann ich krass gut. Ich bin wieder der Allerschnellste, also Usain Bolt würde ich wahrscheinlich nicht überholen. Mag überraschend sein, aber es ist so. Der ist zwar gar kein Sprinter mehr, weiß ich erst jetzt wenig. Aber ja, Springen und so ist jetzt halt auch alles nicht so mein Ding gewesen. Jetzt noch nie groß. Also bitte kicken kann ich, aber dann hört sich halt auch. Tja, also ich glaube, es hätte keine großen Gewinnchancen. Ich würde der Erste werden bei allen Disziplinen. Ja, ja, natürlich. So. Schon mit meiner Anwesenheit würden die Gegner kapitulieren. Was doch sonst? Sehr gut. Ich habe mir ein neues Vorbild genommen, nachdem ich Cristiano Ronaldos Ego überholt habe, weil ich jetzt Zlatan mein Vorbild. Und wenn Zlatan was sagt, dann ist das so. Ja, Zlatan hat immer recht. Klar, Zlatan Ibrahimovic ist einfach. Der sieht sich ja selber als Gott. Ja. Ja, gut. Gutes Vorbild. Nächste Frage wird interessanter. Und zwar, wie hoch kannst du springen und du sollst bitte mal springen. Ach du Scheiße. Damit die Zuschauer das sehen. Da muss ich mich ja bewegen. Ja, du müsstest dich bewegen. Ja. Möchtest du das jetzt machen? Herausspringen. Ja, ich mach. Weiß gar nicht, wie hoch ich überhaupt in der Schule springen konnte. Also das war ja im Hochsprung nicht aus dem Stand heraus. Mich das noch weh ist. Und jetzt hier in einer komischen Rolle oder so. Aber aus dem Stand heraus, da muss ich ja deine Kamera rumdrehen. Ja. Das wird jetzt krass. Muss ich jetzt die Kamera nennen? Ja, professionell machen. Und jetzt aus dem Stand heraus. Aha, krass. Ja. Mindestens 8 Meter. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden besser springen sehen als ihn. Also das war wirklich fantastisch. Ja, super. Kann man sich kaum vorstellen. So, ich habe die Kamera wieder halbwegs. Weißt du, dass Cristiano aus dem Stand heraus über 2 Meter springen kann? Also, nein. Nach der Kampf geht er 2 Meter hoch, das wäre ein bisschen sehr hoch, aber so, dass der auf 2,20 Meter oder 2,30 Meter oder so kommt. Mit dem Schädel. Keine Ahnung. Der ist ja gar nicht so groß. Also, der ist wirklich nur unwesentlich größer als wir. Ja. Keine Ahnung, wie viel das jetzt im Endeffekt ausmacht. Es macht schon viel aus. Wenn du Kopfballduell machst, dann brauchst du nicht mal Anlauf, um den Gegner zu überspringen. Das ist schon krass. Naja, gut. Gut, du bist gesprungen, das wird den Zuschauer ja sicher sehr freuen. Kommt mal wieder ein, Traumator geht raus. Stimmt. Lass ich mich nicht halt rausgehen, ne? Wir sind aber gerade draußen. Ich will auch, ja, ich weiß. Aber ich will halt auch kein Traumator geht raus Video machen, ohne dass ich irgendwas Sinnvolles dabei tue. Also, was eventuell halt als Traumator geht raus gehen würde, wäre, wenn ich mit Lukas irgendwo essen gehe. Das ist ja in dem Sinn rausgehen. Tja. Aber dann weiß ich halt nicht, ob das als Traumator geht raus zählen würde oder ob das eher als irgendein neues Format, wenn ich dann sowas irgendwie überfressen um die Wette oder so. Keine Ahnung. Ja, fressen um die Wette. Aber wir fressen ja nicht um die Wette. Ich weiß eh schon, wer gewinnt. Ja, ich auch. Ich habe ja gerade gesagt, ich würde eh verlieren. Ja. Aber ich bin sinnlos. Genau. Dankeschön für den Copyright Strike. Das erkennt keiner von der Entfernung. Ja, hoffentlich.